Ganze Knallforsch am U-Boot los. Explosion am U-Boot. Okay, machen wir mal so. Moment, Moment. Ich halte mal. Stopp mal, ich muss den so halten, dass er auch fliegen kann, ohne dass ich da die Finger drauf hatte. Mach mal. Gas geben. Höher. Stopp, gut. Ich weiß nicht, wie er. Sehr gut. Cut. Nein. Ich weiß nicht, wie man landet. Ja, so, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Wir werden also jetzt heute versuchen, diesen Wasserschaden hier oben zu beseitigen. Ausbaustufe 2. Ich habe da vorne jetzt mal so quasi alles weggeräumt, was da im Wege stand, beziehungsweise noch im steht. Wir werden also hier noch die verschiedenen Schächte und Dinge abdecken, den Computer werde ich noch abbauen, dann diese Decke da irgendwo drauflegen und dann werden wir mal sehen, wie weit wir mit den ganzen Sachen kommen. Ich habe also die ganzen Matratzen, so habe ich erstmal hier in die Dusche reingestellt, weil dazu passt aber gar nicht alles rein, weil es doch relativ viel war. So, und damit wir nicht den ganzen Tag umsonst gearbeitet haben, habe ich jetzt natürlich hier hinten nochmal dieses HDMI-Kabel verlegt. Es lebe der Heilschmerzkleber. Dann lebe das Versteckspiel über der Leiste. Dann lebe der Heißschmerzkleber. Nicht wahr? Und dann geht das jetzt hier runter. Obwohl das natürlich jetzt nur sehr provisorisch ist, denn an dieser Stelle soll es ja eigentlich in den Schrank rein. Also hier, ich sag mal hier so, da oben irgendwo kommt es dann raus. Und da wird man halt sehen, wie es weitergeht. Und dann kommt es hier unten irgendwann an und gut. Nee, die haben wirklich gearbeitet, muss ich ja zugeben. Das finde ich ja total gut, ne? Aber komm, wir holen mal die Tischdecke erstmal drauf. Greenscreen, ja, dann können wir das nicht irgendwie Kalifornien drauf machen oder sowas. Oder hier eine Map von Schimmer, wenn ich läuft, der hat auch Klamotten, ne? Ja, irgendwie, was haben wir da? Altes Live-Map. Zeremonieren wir da drauf. Dann nehmen wir doch mal auf. Jetzt haben wir hier erstmal einmal die Nacht hier mitten auf dem Vorplatz eines Campingplatzes verbracht. Und jetzt werden wir erstmal das Ding hier befreien. Ich bin mal gespannt. Es sieht aber, abgesehen von der Qualität der Straße, sehr, sehr gut organisiert aus. Sehr gut organisiert. Also die Duschen sind frei, das Internet kostet, wenn man mehrere Tage bucht, 3 Euro am Tag und die garantieren auch nicht mehr Streamfähigkeit. Ha, ha, ha. Aber ich hoffe, dass es wenigstens LTE gibt, ansonsten machen wir eben mal wieder gar nichts hier. Wir wollen ja sowieso nicht streamen, sondern wir machen ja YouTube dann, wenn es sein muss. Und streamen geht halt vielleicht auch gar nicht. Gut, ich muss also, hier ist ein Strandaufgang, wenn ich das mal richtig verstehe. Und hier sollen auch angeblich Schilder sein. E2, also E2. So, jetzt sind wir erstmal angekommen hier auf diesem Campingplatz. Eigentlich wunderschön gelegen, mit Sonne, mit allem. Aber ich gehe mal in den Schatten. Dann sieht man nämlich nicht von der Kamera. Denkst du, Schatten? So, ja. Also wie gesagt, eigentlich wunderschön gelegen.
Aber die haben ja natürlich ein Problem. Wenn es regnet, dann sieht das so aus. Moment, ich drehe mir die Kamera rum. Dann sieht das so aus. Dann gehen wir jetzt mal Strand gucken. Also im Sinne von erstmal Meer, dann Bötchen und nochmal Bötchen. Naja, und dann Strand. Auf jeden Fall. Sondern gucken, dass wir das hier auch nicht gefilmt kriegen. Das da hinten ist, wenn man so ganz weit darüber guckt, die Kieler Bucht. Ja. Dann wollen wir jetzt mal gucken, ob denn hier das alles so drauf ist, wie es denn drauf sein soll. So, also, die berühmten Reden als folgt. Ich hoffe, ich habe den Windschatten, so dass das Ganze irgendwie nicht ganz so verrauscht ist. Also wir sind jetzt hier nördlich von Kiel auf so einem Strand. Wohnwagen ist ein bisschen schwierig gewesen, weil das Gras auf dem Campingplatz sehr, sehr tiefgründig nass ist. Und da hat sich das Auto auch dann immer ein bisschen eingebuddelt, kurz bis zum Bodenblech. Aber gut, das haben wir dann mit meinem Nachbarn wieder freigekriegt. Ich hoffe, dass ich das eines Tages dann nicht wieder loswerde, mit dem, dass wir jetzt wieder rauskommen hier. Also wir werden noch ein paar Tage bleiben und eigentlich ganz nett hier. Wetter stimmt jetzt. Vorhin hat es mal ein bisschen gerichtet, da habe ich schon wieder Sorge gehabt, dass das mit der Bodenversumpfung weitergeht. Aber das ist wohl jetzt nicht der Fall. Ja, und ansonsten gemütlich hier. Man kann hier surfen und das ist ein sehr actionbeladener Sport, wenn man das richtig macht. Oder man kann natürlich mit Kindern am Strand gehen, ein bisschen buddeln und ein paar Windvögel steigen lassen. Also das selber die Tage auch noch machen, denke ich mal. So, dass wir da auch unseren Spaß haben. Jo. Und das war nur ein kurzer Spot. Jetzt können wir das Ganze im Hintergrund laufen lassen. Dann blende ich dann immer den einen oder anderen mit ein, der uns auf dem Wohnwagen auch schon besucht hat. Ich hoffe, gleich kommt er, oder weiß ich, werden wir sehen, ob er das hinkriegt und auch Zeit und Lust hat. Kommt der Morten vorbei. Angeblich will er dann auch mit ein paar Kühlpacks bewaffnet ein Papier mitbringen. Das wäre richtig cool im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, in meinem Kühlschrank ist jetzt schon eine Dose Jever, die habe ich noch gefunden. Die hat jetzt schon, hoffe ich, Trinktemperatur, aber wir haben noch ein paar Stunden bis heute Abend und man soll uns saufen, der nicht vor dem Abend beginnen. So, gut. So, das ist jetzt Minecraft für Beginners, also im Sinne von, wir machen uns mal ein Förmchen und dann gucken wir mal, obwohl das ist noch nicht so ganz fortgeschritten, es sind noch runde Formen, da ist schon das mit dem Eckigen etwas und da ist schon die Watering Can. Also ich meine, das ist schon quasi in Richtung Modpack gedacht, aber ich denke mal, die brauchen noch ein bisschen Entwicklungszeit. Wir gönnen sie denen. Da hinten sitzt der GC Erik, nur damit er das wisst. Ne? Und wir diskutieren gerade über die Möglichkeiten, wie man jetzt so einen Kanal pushen kann. Eigentlich ist das ganz einfach. Man muss sich eben nur darüber im Klaren sein, wie es geht. Und GC Erik versucht jetzt zu erklären, wie er das bei einem sehr bekannten YouTuber gesehen und empfunden hat. Und kann ich nur sagen, eigentlich ist das der Weg, den man selber auch machen könnte, wenn man das denn so will.
Die Variante 1 heißt ja, du machst... warte mal, wir müssen mal eben kurz machen, da ist ein Mensch, was nur Kölsch verkaufen will. Nochmal. Es geht also darum, rauszukriegen, welchen Weg man selber gehen will. Möchte man einen sachorientierten Weg, das ist ja so ein bisschen mehr mein Ding, sachorientierten Weg gehen? Ich gehe den anderen Weg, sage ich, mach Clickbaiting. Mir ist das scheißegal, da muss Schrei, Bomben, Knall, welcher Terrorist hat da, was ich meine, Kugelschreibermine kaputt gemacht oder sowas. Dann steht der Terrorist drin, Kugelschreibermine, und hast du nicht gesehen. Und schon hast du ein paar mehr Zuschauer. Einfach nur, weil das Wort Terrorist da drin steht. Du wirst auch anders gerankt. Das ist eine Frage, möchte man sowas machen? Ja oder nein? Und wenn du großes Publikum erreichen willst, musst du diesen Weg gehen. Diese ganz großen YouTuber gehen diesen Weg alle. Weil Massenpublikum ist alte Assi-TV. Die sind eben so. Es gibt keine schlauen Leute, außer die in meinem Kanal. Die in meinem Kanal, die sind schlau. So. Da würde mir zum Beispiel ein Werk so wie in Kiel mit einfallen. Man könnte ja so 2-3 Sekunden von dem U-Boot, was in der Bö steht, ins Video nehmen und dann einfach in den Titel schreiben, U-Boot gesichtet. Oder so. Das kann total langweilig sein. Ja, 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 ja. Aber es muss irgendwas Krasses in den Titel. Aber um die YouTube-Richtlinie kannst nicht zu verletzen. Kannst du Knallforsch am U-Boot los sein? Explosion am U-Boot. Aber so geht das, ne? Ja. Jetzt überhaupt. Gegenlicht ist immer toll. Also, da ist der KC Erik mit seiner Mütze. Okay. Jetzt noch mal rumdrehen, wie ich mich selber auch mal darstellen kann. So ein bisschen Selbstdarstellung sollte ja sein. Tun wir mal so einfach, ne? Also wie gesagt, jetzt sind wir hier in Kiel. Und ja, auf so einem Parkhaus einfach, ne? Das ist also ein absolut cooles Parkhaus. Abgesehen davon, dass es fahrtechnisch etwas nett ist innen drin. Also so für Anfänger nicht unbedingt geeignet. Und, aber ansonsten hat man eben diese Dachterrasse jetzt hier, von der können wir sehr gut aus jetzt hier die ganze Sache uns anschauen. Den Reichstag einbauen und sowas. Guck mal, der hat jetzt auch hier diesen Kieler Kirchturm. Ich weiß nicht, ob das der Christturm war. Auf jeden Fall ist das eine, ja, sowas macht er halt, ne? Nicht von Water. Genau, genau. Wir machen kein Product Placements, weil wir nicht bezahlt werden, aber wir erzählen trotzdem, welche Firmen nicht beteiligt sind. Ne? Genau. Das Ding ist jetzt nicht das teuerste, aber es ist eins, was so bezahlbar ist, dass wenn es nicht so toll ist, dass man das verkraften kann, finanziell, ohne dass es einem wehtut, nervt oder sonst was. Was hat das kostet? 160 Euro, ne? Ja. Zuzüglich... Hat eine HD-Kamera. Zuzüglich ja, Batterien. Genau, zuzüglich, keine Ahnung. 2 Euro, 3 Euro, 5 Euro, ich weiß gar nicht, was die kostet. Bis zu 40 km/h. km/h was? Km/h fliegen. Ja, entweder fliegen oder wenn der Wind so stark ist, dagegen erhalten können. Ne? Foto- und Videofunktion. 5,8 GHz, LED, rot-grün wie beim Schiff oder so. Dass du gucken kannst, werden wir sehen gleich, ja. 4 bis 5 Kanal-Channel, FPV, was auch immer, Outdoor. Da schauen wir mal, wie Outdoor das ist. Das werden wir uns dann total alles Akku. Wir schneiden das dann vielleicht ein bisschen zusammen. Lipo-Akku ist dabei. Lithium, Lithium, Phosphor, Phosphor und Sauerstoff wahrscheinlich. Nee, ja, irgendwie so, genau. 2,4 GHz. Was auch immer das ist. Das ist eine Funkübertragung, wo das ferngesteuert wird. Ein Sechsachsen. Also sieben ist sowas Eckiges. Also ja. Mit dem Hund in der Hand. Ein 360-Grad-Flip kann er machen. Ja, das ist quasi so ein Button. So ein und er ist Turbo, was auch immer. Was auch immer Turbo, aber 40. Wahrscheinlich mit den 40 km/h. Genau. So. So. Also da geht's. Erik hat jetzt, nachdem wir hier ein bisschen aufgeräumt haben, wieder, hat er einfach nur den Stecker von dem Akku irgendwie hier auf der Rückseite hier dran gesteckt an das Teil, das ist so vom Akku an das Gerät angesteckt. Das, also wo ist das hier unten? Hat er wieder reingesteckt, auch hier unten drin. Jetzt fängt das Ding hier an, tierisch rumzublinken. Hat auch hier vorne so ein weißes Blinken und unten nur grün und rote. Und hier unten, hier innen drin ist auch noch was Lilanes. Da, was für Mädchen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich mach das Sender-Ding mal an. Warte, halt mal fest, ich halte das einfach fest, wenn die wegfliegt. Der soll ja nicht fliegen hier, ne? Wir wollen ja nur testen, wie es überhaupt geht. Ne? Okay, machen wir mal so. Moment. Ich halte mal. Stopp mal, ich muss den so halten, dass er auch fliegen kann, ohne dass ich da die Finger drauf hatte. Mach mal. Gas geben. Höher. Stopp, gut. Ich weiß nicht, wie er
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Cut! Nein. Ich weiß nicht, wie man landet. Jo, was eine coole Show. Also mit dem Drohnenteil, da werden wir noch ziemlich viel Spaß haben. Und naja, mit der Reise natürlich auch. Ihr seht ja jetzt hier oder habt jetzt gesehen quasi den Anfang der ganzen Sache. Also von den ersten Anfängen mit dem Wohnwagen bis hin ja, zu unserem ersten Stop in Dänemark. Und da ist halt durch jetzt ganz viel passiert. Das ist ja nur eine Art Zeitrafferstudie mit so ein paar Highlights zwischendurch. Und danke an alle, an die Community und an die, die uns schon besucht haben und die, die wir besuchen werden und wo wir gemeinsam und dies und jenes und überhaupt und an die Landsleute, die wir besuchen und auch zuzüglich natürlich, und das ist ganz wichtig, möchte ich hier gerne kundtun. Also ich freue mich sehr, dass wir quasi hemdsärmlichsterweise von Telekom hier aus Dänemark heraus per Telefonanruf unsere Leitung auf Dauer freigeschaltet bekommen haben. Das finde ich also so absolut super. Ist natürlich ein teurer Tarif, ist keine Frage, aber wir haben ja immer schon viel bezahlt. Insofern spielt das keine große Rolle. Besten Dank auf jeden Fall an dieser Stelle auch an, natürlich wie gesagt, ohne Product Placement. Also wir haben da kein Geld für, aber es finde ich auf jeden Fall gut, dass das so funktioniert hat. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Wir werden natürlich mit der Drohne das ein oder andere nette Experiment machen und natürlich auch noch viel, 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 viel mehr zeigen. Wir haben schon ganz viele Sachen auch aufgenommen, aber naja, also man muss das natürlich auch bearbeiten. Es dauert halt seine Zeit und gut. Aber das werden wir alle hinkriegen. Wir sehen uns auf jeden Fall. In der Zwischenzeit, schaut auf dem Twitch-Kanal vorbei. www.twitch.tv/pyramidalist. Da läuft nämlich im Augenblick nicht viel oder wahrscheinlich eher gar nichts. Oh, aber vergesst nicht, dass es ihn gibt. Das ist das Wichtigste da. Und dann natürlich, klar, hier auf dem YouTube gibt es ganz, ganz viele Sachen. In der Zeit, wo wir jetzt nicht so sehr häufig on sind, könnt ihr euch ja mal die Sachen alle anschauen, die ihr noch nicht geschaut habt und vor allen Dingen überall noch Kommentare hinschreiben, was ihr gerne noch haben wollt und was ihr anders und besser machen wollt, was ihr euch noch wünscht. Und naja, wir werden natürlich das von hier aus kommentieren können und wir werden natürlich auch das euch begleiten, aber mit dem Livestreaming ist das halt so ein Problem und das werden wir natürlich so nicht machen. Aus Vorsicht, aus Sicherheit, leider ist die Menschheit etwas so. Aber das ansonsten macht das Ganze eben wirklich super Spaß und ich freue mich auf die nächsten Tage. Wir werden sehen. Bis dann erstmal. Ciao, ciao. So, dass wir das irgendwie ausstarten, das Ding da.